Hi und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Exocron und willkommen zu Serial Cleaners. Das Spiel ist der Nachfolger zu dem Serial Cleaner von 2017, was ein bisschen untergegangen ist. Es ist ein sehr, sehr gutes Spiel, aber ich glaube, es haben einfach zu wenig Leute gespielt. Und das ist eine Bildungslücke, weil das Spiel echt Affentitten geil ist. Das ist echt super, das Serial Cleaner. Es ist zwar alte Grafik, die, ja, was, wie könnte man das sagen, so wirklich Windows 98 Niveau, aber das hat ihren Charme, vor allem mit dem, wie das Spiel ist, gemacht ist, also echt top. So, wir haben hier dieses Spiel, das kam Ende 2022 raus, ist der Nachfolger. Wir haben nicht nur einen Charakter, also der hier sitzt, das ist eigentlich der aus dem ersten Teil, aber es sind insgesamt vier Charaktere, die wir steuern können, die als Serial Cleaner arbeiten für die Mafia in New York. Und eins vorweg, das Spiel hat auch ein bisschen Bling-Bling und sowas, also aufpassen für, also sozusagen eine Epilepsie-Warnung für jeden, der Probleme damit hat, ein bisschen aufpassen. Zusätzlich unterstützt das Spiel ein System, was auch aus dem Vorgänger bekannt ist, und zwar unter Einstellung Spielerlebnis gibt es das RVD-System, ein oder aus. Gegebenenfalls modifiziert das RVD-System das Wetter im Spiel sowie einige Parameter des Spielerlebnisses, Geräuschradius zum Beispiel, basierend auf den lokalen Wetterbedingungen. Also es kann sein, wenn es zum Beispiel donnert, regnet bei euch in der Umgebung laut Wetterradar, also laut der Wettervorhersage, dann wird das Spiel das in das Spielerlebnis einfließen lassen. Davon gibt es noch viele, viele andere Spiele. Was aber gesagt werden muss, dadurch muss das Spiel eure IP-Adresse auswerten. Wem das ein Problem ist, seine Privatsphäre etc. pp., der kann es einfach ausstellen. Aber genau dieses System gab es auch schon im Vorgänger und wie gesagt, unterstützen auch sehr viele andere Spiele. Was aber noch zusätzlich interessant ist, ist ein legasthenie-freundliches Spielerlebnis. Das heißt, wir haben eine Menschen mit Schreib-Leseschwäche. Und das sind ja gerade in Deutschland, also nicht wenige. Auch wenn wir eine Industrienation sind, 21. Jahrhundert, nicht unterschätzen, es sind dann schon einige. Wenn man das einschaltet, sind die Buchstaben klarer, die Abstände genauer, so dass Menschen, die so eine Schwäche haben, was ja überhaupt kein Problem ist. Es gibt genug Menschen, die mit Mathe ein Problem haben, mit einfachen logischen Dingen. Und es gibt auch Menschen mit Schreib-Leseschwäche. Und wenn man so ein System einbauen kann, was ja wirklich eine Kleinigkeit ist für die Entwickler, das auch noch mit reinzusetzen, ist das super cool. Zusätzlich unterstützt das Spiel zwar Tastatur und Maus, aber es wird von den Entwicklern vorgeschlagen, dass man für das bessere Spielerlebnis, was eigentlich nicht ganz korrekt ist, einen Controller benutzen sollte, weil mittlerweile ist das Spiel auch so weit gepatcht, dass es auch problemlos Maus, also selbst Maus im alten Teil war ja vor allem mit Tastatur, da war die Maus gar nicht vorhanden, obsolet, aber hier unterstützt das Spiel auch die Maus. Ich spiele das mit Tastatur und Maus. Und ich bin schon total heiß drauf, weil das erste Spiel hat mir wirklich echt gut gefallen. Gibt's auch hier auf dem Kanal. Mal gucken, ob ich das hier auch noch durchspielen werde, weiter durchspielen werde, die Mission. Dann werden die Videos natürlich eintrudeln auf dem Zweitkanal Exocron Raw als Uncut-Format. Aber wir legen erstmal los. Es gibt auch ein Dino Park DLC, sowas wie Jurassic Park, wo die Morde geschehen und dort müsst ihr dann auch clean. Wir spielen aber noch das normale Spiel. Falls es euch interessiert, dann einfach rein und vor allem bei einem Sale zuschlagen. Einfach zuschlagen. So, wir machen einen eifriger Cleaner, also die Schwierigkeitsgrade. Gegner sind mehr oder weniger aufmerksame Holzköpfe, die die Jagd schnell aufgeben. Kennen wir aus dem ersten Teil. Gegner sind schnelle und nicht so leicht abzuschütteln. Gegner sind klug, schwer einzuschätzen und jagen Kriminelle wie verrückt. Ah. Wir wollen ja was sehen. Wir machen mal Cleaner Naturtalent, das war ich schon im ersten Teil. Ich bin einfach der geborene Cleaner, der Tatortreiniger. 1846, oh, eine gute alte Casio-Uhr. Neujahr, 1999. Genau, was spielt in den 90ern? Das erste Spiel spielte in den 70ern. Gehe auf die Veranda. Mit WASD, okay. Ich umschauen. Schwenke die Kamera mit den Richtungstasten, Standard.
Passt. Den Richtungstasten. All done on my end. You? Has the fridge been taken care of? Bin fertig. Und du? Glaub ja. Ah, hervorragend. Aber mir geht es vor allem um die Fleischtaschen. Sind die im Tiefkühler? Oh, ja. Hab noch eine übrig im Wagen. Wir hatten noch keinen Platz mehr. Begräbnisstätte. Ah, doch klar, natürlich. Mir den Arsch aufreißen, die Verantwortung teilen. Wir reißen ihm den Arsch auf. Du hast ihn im Wagen gelassen? Verdammt nochmal. Halt, du Depp. Wir haben dieses Jahrzehnt nur überlebt, weil wir keine Deppen sind. Deppen werden geschnappt. Wenn du ein Depp sein willst, mach einfach so weiter, aber lass uns da raus. Tut mir leid, Bob. Ich, naja, wusste nicht, was ich machen soll. Ich brauchte einen Rat. Schon okay. Bring den Spaghetti-Fresser in den Keller. Darum kümmere ich mich später. Alles klar, Bob. Aus dem Traum, das neue Jahrtausend mit einer weißen Weste zu beginnen. Aber die Deko gefällt mir. Wirklich. Das ist wohl die schönste Leichenhalle in New York City. Geil. So, jetzt würde ich aber immer noch wissen wollen, wie ich die Kamera... Ah, okay, also Maus. Wenn ich das Mausrad gedrückt halte, kann ich ein bisschen schwenken. Kann ich zoomen? Nein. Das heißt, ich kann das Bild ein wenig um die Protagonisten herum... Okay. Maustasten gehen. Ist aber nicht so wichtig. Reinigungsgespür. Halte Tabulator gedrückt, um Reinigungsgespür zu aktivieren. Sieh die Welt mit den Augen eines Cleaners und markiere interessante Objekte. Filtere Objekttypen und wechsle die Stockwerke mit dem Zifferntasten Standard. Mit den Ziffern standen. Schwenke die Kamera mit Richtungstasten Standard. Schwenke die Kamera mit Richtungstasten. Bin ich immer noch gespannt, wie das funktionieren wird. Viel lustiger ist, dass irgendwie die Spiele in letzter Zeit aufhören zu zeigen, wie ich so ein Menü verlasse. Ich bin in diesem Menü und als normaler Spieler denkst du dir, der nicht jeden Tag zockt. Natürlich ist es Escape. Natürlich ist es Escape. Aber es wird dir alles angezeigt. Sogar hier C weglegen wird dir angezeigt. Aber wieso wird dann nicht, um dieses Fenster, dieses Overlay zu schließen, drücke Escape. Also wenn man schon Dinge wie unterstützende Steuerung, blablablub, reinmacht. Und das ist nicht nur hier. Das ist bei sehr vielen Spielen so. Moderneren, dass sie einfach so viele Tasten und bla, aber gerade für die Overlays wird nichts angezeigt. Öffnen. Kann ich jetzt einfach... Das ist Tab gewesen, mein... Okay, Stockwerke kann ich einfach mit dem Mausrad rauf runter. Das ist der Keller. Es gibt nur zwei Stockwerke. Hier... Beweis, Tür, Gerät, Schlüssel. Ja, hier kann ich auch. Das heißt, ich kann weiter rauszoomen mit Tab. Okay. Okay. So, dann gehen wir mal schön durch die Leichenhalle. Halte Shift gedrückt, um zu sprinten. Umherzulaufen macht eine Menge Lärm, aber es kann dir auch helfen, Leichen schneller zu transportieren oder sogar Feinde niederzuschlagen. Sei doch nicht überrascht, wenn sie ihre Schusswaffe ziehen, nachdem du das tust. Ja. Im ersten Teil konnte man unendlich schnell sprinten. Das war ganz lustig. Da gab es ja auch mehrere Achievements. Willst du echt so viel Dreck auf den Boden lassen? Oh ja. Wow. Irgendjemand wird es schon sauber machen. Ich mach nur Blut weg. So? Was he mad? Ach, war er sauer? Was hat er gesagt? Er ist ein Arsch. Er war irgendwie ein Arschloch, wie üblich. Mach's uns nicht leicht, schätze ich. Also grundsätzlich kann man schon sagen, das Spiel fängt den Charme des ersten Teils ein.
dich ducken. Drücke Steuerung, um zu ducken. Wenn du dich duckst, kannst du dich geräuschlos bewegen und dich hinter niedrigen Hindernissen verstecken. Ja, das... Verschlossene Tür. Halte F gedrückt, um eine Tür wieder zu öffnen oder zu verschließen. Wenn du eine Tür vor die Augen eines Feindes öffnest, schlägst du ihn nieder. Einige Türen werden mit Schlüssel und Schlüsselkarten verschlossen. Einige können mit einem Türschloss gesichert werden. Hm. Also ich hoffe, die haben hier nicht so viel... unnötiges Zeug reingepackt. Also das Spiel überfrachtet, unnötig überfrachtet. Man muss nicht noch die Typen irgendwie trainieren, damit sie schneller sprinten, länger sprinten oder sonst irgendwas. Das wäre dann wirklich das Kernprinzip von dem Teil, dass man wirklich der Cleaner von der Mafia ist, den man anruft und sagt, ey, wir haben da ein klitzekleines Problem. Da ist ein kleines Malheur passiert. Wie die das im ersten Spiel auch so schön sagen. Oh, scheiße, Mann, ich habe hier gerade gewischt. Keine Ahnung, Bob hat mir gesagt... Er hat dir gesagt, hier mit diesen Dreckschuhen reinzugehen? Oh Gott. Oh Scheiße, tut mir leid. Also, das war dumm. Ja, tut mir leid, Lati. Lass deine Wut freien Lauf. Entspann dich. Weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, Kumpel, aber das Chaos, das du hier unten hier immer anrichtest, das erledigt sich nicht von selbst. Jesus, Maria und raus hier mal, Hall. Mach dich nützlich und schmeiß den Ofen an. Alles klar, Lati. Und zieh die verdammten Schuhe zuerst aus. Okay, halte rechte Maustaste gedrückt, um Blut zu reinigen. Das Geräusch des Staubsaugers zieht die Aufmerksamkeit der Feinde auf sich. Überprüfe das Liniensymbol auf dem Blutleiste, damit du weißt, wie viel Blut du entfernen musst. Denk daran, dass einige Aktionen von Cleanern dazu führen, dass mehr Blut verteilt wird. Ah, ja, ich habe es gesehen. Im Trailer, wie eine Leiche zum Beispiel über Schnee zieht. Und die hinterlässt natürlich auch eine Blutspur, ist ja logisch. Das ist schön gemacht. Mal gucken, ob er auch wirklich... hat alle Spuren dagelassen. Das finde ich cool. Dass das Spiel das nicht faked. Blast this mess. Yo, homegirl. Yo, Süße, was machst du da? Das Übliche. Der große Kerl ist reingekommen und hat wieder alles dreckig gemacht. Das ist doch, warum wir ihn lieben und so viel für ihn tun. Brauchst du Hilfe? Es ist Dreck und kein Blut. Verteile es nicht weiter. Mehr will ich gar nicht. Außerdem bin ich sofort da. Mach mal Musik an, bevor die anderen das machen. Cool. Hardcore-Hacker, hack you. Geh ins Backoffice. Geh ins Backoffice. Party time. Ist ja echt süß gemacht. Ich meine, wir haben diesen Film-Grain, den kann man auch deaktivieren. Im Menü. Boring. Langweilig? Nein. Nope. Langweilig? TOD langweilig? Oh, was jetzt? Toad langweilig. Funktioniere gefälligst, du verdammtes... Hä? Wenn die Technik jetzt selbst für Ehren zu kompliziert ist, was sollen die anderen dann sagen? Sag ihr, sie soll etwas Fetziges anmachen. Dieser Lärm ist einfach zum Kotzen. Verpisst euch, ich bin der DJ. Ja, aber sowas. Verpisst euch, ich möchte die Band früher. Sie verkörpern die Musik des Jahrzehnts. Sozusagen Wählgeräusche des Modems gemischt mit Eislaufen auf einer Tafel.
Ach, lass es, das ist zumindest nicht. Blablabla und blablabla und blablabla. Schließe die Partyvorbereitung ab. 19.04 Uhr. Ui, das ging aber fix. Wollt ihr über Mitch Milton reden, ha? Ich will noch 5 Biere, Kinder. Wenn ihr heute Abend in Erinnerung schwelgen wollt, fangen wir von vorne an. Mitch Milton. Ein heikles Thema, Freundchen. Mitch ist noch nicht kalt und ich habe lebendige Erinnerungen an den Mistkerl. Hey, geht, komm schon, Mann. Yo, Bob, wusstest du, dass das Gehirn noch Stunden nach dem Tod arbeitet? Wirklich? Nun, meine totgeweihten Dorfkinder, der Hörsinn verschwindet wohl erst ganz zum Schluss. Also, Mitch Milton würde sich über das ein oder andere Lob freuen, kapiert? Das ist eine miese Lüge, um mein reines katholisches Herz zu brechen, oder? Geil, wissenschaftliche Spekulation, daraus mach, was du willst, bis dann. Cool. Geil. Okay, öffne die Tür und schreie Miltons Überreste an. Yo, Mitch, die Kinder wollen was über die guten alten Zeiten erfahren. Also, 1990, ein Anruf von korrupten Anwalt. Ein Serial Cleaner teilt das Rote Meer wie Moses Vamos. Die Cleaner ist zurück mit dem ersten Vertrag in New York City, 1990, Manhattan. Aber die sind nicht L.A., alles ist irgendwie seltsamer. Auch die Verbrechen. Ein findiger Crackhändler, der diese Oase der narkotischen Entspannung betrieb, wurde von örtlichen Straßenjungen ausgeraubt und getötet. Das Crack muss fließen, damit dieser kleine Zwischenfall nicht ans Licht kommt. Geil. Also hinter mir ist eigentlich nichts. Back in Action. Zum Putzen. Meine Lieblingsbeschäftigung. Ich hab gesagt, ich will nicht gestört werden, wenn ich mein Zimmer sauge. Okay, dein Hauptziel ist es, Leichen, Beweise und Blut zu beseitigen. Den Fortschritt kannst du in den oberen linken Ecke des Bildschirms verfolgen. Also über mir. Okay. Schon, wenn wir schon mal da sind, kann auch noch die Fische füttern. Halte F gedrückt, um eine Leiche in einen Leichensack zu wickeln. So lässt die Leiche keine Blutspuren zurück, wenn du sie schleppst, und erregt keine Aufmerksamkeit, wenn du sie in öffentliche Plätze trägst. Okay, also. Können wir das ja mal direkt testen? Oh, da hätte ich ja schon wieder so viele Ideen. Ich das loslassen. So, einwickeln. Leiser gemacht. Wohin müssen wir überhaupt mit der Leiche? F tragen? Oh Gott, da ist ein Fisch. Oh. Die Herren in Blau. Okay, die bewegen sich trotzdem. Entsorgung ist unten. Der andere, okay. Der andere ist dort. Halte Shift gedrückt, um mit hoher Geschwindigkeit über Blutflecke zu rutschen. Schleiche dich leise an Feinde vorbei oder stoße sie während des Rutschens nieder. Einfach speichern. Okay. Beim alten Teil war das so, dass man nicht jeden... also man musste in einem Stück alles machen, ansonsten war die Mission fehlgeschlagen und dann musste man von vorne anfangen. Und die Leichen lagen
ein bisschen an unterschiedlichen Stellen, genauso wie die Beweismittel. Kann ich den nicht tragen? Ist er so schwer? Okay. Diese... Ja, dieses Aufploppen, das ist ein bisschen störend. Finde ich nicht so gut. Das mit der Crime Scene, Do Not Enter und so, diese Banner, die finde ich sogar gar nicht schlecht. Und der Staubsauger funktioniert viel angenehmer. Beim alten Teil war das so wirklich so Snake-Modus, also immer in Spuren rechts, links, wie auf Schienen. Aber deswegen ist das Spiel trotzdem mega geil, auch wenn es von 2017, Entschuldigung. So, mal gucken, wann er uns hört. Hört er uns? Ich würde halt gerne den Fisch retten, der da unten, da oben vor sich her springt. Und Schlüssel. Achso, das ist so ein Spaßzimmer. Verstehe. Ja. Er hat einen Schlagstock rausgeholt. Der andere macht Fragezeichen. Mindestens einmal hochnehmen. Erfolg. Geil. Okay, aber wir haben... Haben wir jetzt irgendetwas dadurch erreicht? Wir haben die zwei Leichen entsorgt. Genau, das hatten wir gespeichert. Aber das Blut wurde nicht gespeichert. Okay. Ich meine, klar, wir hätten hier das Blut zuletzt machen können, weil dann können wir nicht mehr rutschen. Aber ich bin nicht so der Blutrutscher. Okay, egal. Wir laufen jetzt einmal durch. Wenn du große Beweise bei dir trägst, halte rechte Maustaste gedrückt, um zu zielen, und drücke linke Maustaste, um sie zu werfen. Damit kannst du Streifenpolizisten ablenken oder sie sogar niederschlagen. Ich will niemanden niederschlagen. Ich will erstmal einpacken. Erstmal mitnehmen. Die Tür ist wieder zu. Ich kann sogar auswählen, wo ich rausspringe. Okay. Tragen. Ah ja. Er kriegt nicht so viel mit. Okay, er holt wieder seinen Knüppel raus. Hey Joe, wo ist die Leiche? Keine Ahnung, ich gucke aus dem Fenster. Arm Fischis. Wir hier einfach raus. Der wird noch ein bisschen wuschiger.
Wir müssen es gleich geschafft haben. Wir haben es geschafft. Weg hier. Gut. Den Rest, den macht ihr schon. Fertig. Das war in Erinnerung schwelgen. Als Nummer 15. Ah, das Neue ist bald da. Gut, Kinder, genug der Lobhudelei. Und noch einen Schluck auf Mitch. Mensch, vor 10 Jahren habe ich wieder in Vollzeit angefangen, mit Leichen zu arbeiten. Und ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich mich mit 3 Zombies angefreundet habe. Tote sind oft die besseren Freunde. Sie können dir nicht in den Rücken fallen. Willst du jetzt Dampf ablassen oder lieber später, alter Mann? Okay, komm schon, wir sind alle zivilisierte Leute. Die Teilnahme ist natürlich freiwillig. Okay. Obwohl ich die Chance an eurer Stelle nutzen würde. Aber es ist echt schön designt. Irgendjemand? Piper. Psycho. Nati. Lass mal jetzt eine Dame den Vortritt. Lati. Die hat ja eine große Klappe. Also schön. Kann ihren Unmut kundtun. Kein Blatt vor dem Mund. Alles klar, aber mein Bericht wird allen, das begann, ist nicht so spannend. Ich weiß nicht. Du hast dich bewusst für ein Leben des Verbrechens entschieden und so. Gut, Ohren, auf. Das ist das erste und letzte Mal, dass ich diese Geschichte erzähle. 91. New York City, Queens. Lati kehrt Freunden nie den Rücken zu, ob es ihnen gefällt oder nicht. Vor allem, wenn es um Hangman geht. Wenn er alleine loszieht. Vor allem, wenn er dabei ist, etwas unglaublich Dummes zu tun. Wie einen schamlosen, bewaffneten Raubüberfall mitten in Queens. Irgendwie dumm. Okay. Puppe, ich gehe hier nicht weg, bis ich eine Packung Zigaretten habe. Aha. Ich über wie Künstlerin werden. Das ist nicht, wonach es aussieht. Ich bin auch nur Künstler. Sicher? Sieht nämlich ganz danach aus, ob dein Freund dich in einen riesen Chaos zurückgelassen hat. Ich wollte ihn gerade aufhalten. Das ist nichts für mich. Ich will eine Künstlerin werden. Hörst du? Künstlerinnen wählen ihre Werkzeuge fast nie, Kind. Die Werkzeuge wählen sie. Heute wurdest du von einem Staubsauger ausgewählt. Mein Auto ist hinten. Hol die Leichen, lad sie in den Kofferraum, wasch das Blut ab, bring dich in Sicherheit. Was? Drücke E, um verschiedene Hindernisse zu springen. Lati Freilach. Okay, wir können hier. Zack. Und Passanten. Wo geht's denn hier rein? Beweis. Da hinten ist ein Beweis. Ach du Kacke. Was wollen die denn? Okay, fuck the police, Alten. Warte. Fuck the police. Geil. Okay. Unbeteiligte. Wenn Unbeteiligte etwas Verdächtiges sehen, könnten sie in Panik geraten und versuchen, die Polizei zu informieren. Verwende Angriffe oder gezielte Würfe, um sie aufzuhalten, bevor sie einen Beamten oder ein Telefon erreichen. Hat ein bisschen GTA-Style. Geil. Ja, zu viele Donuts, mein Freund. Irgendwie in den Laden reinkommen. Was ist mit dem Typen? GG. GG. Einfach über
kann einfach drüber springen. Drücke E, um Leiche zu tragen oder F, um sich zu ziehen. Er hat gecheckt, dass die Tür offen ist. Das ist sehr gut. Kacke. Wir müssen jetzt irgendwie hier... Was für runder Schlüssel? Runder Schlüssel da oben. Wieso ist der runde Schlüssel da drin? Runde Schlüssel ist da drin. Wie kommen wir denn an den runden Schlüssel? Die Tür war, glaube ich, zu. Ja, wir haben erste Leiche, haben wir weg. Also man kann immer schön auch was in den Weg schieben. Das finde ich echt gut. Das ist eine coole Neuerung. Also so ein bisschen dieses Weglaufen. Er hat abgeschlossen. Er hat echt abgeschlossen. Gehen wir jetzt einfach an ihm vorbei. Wir speichern. Ah, wir können die mit dem... Wir können die mit dem Sprühen, können wir die nämlich schön ablenken. Das ist cool. Warte. Er hat sich selbst ausgesperrt. Cool. Cool. Wir lassen den mal hier. Ja. Für mich hat sich echt... Ich glaube, er kann nicht reinkommen. Nee, er kann nicht reinkommen. Dann können wir den hier jetzt so ein bisschen auf Trab halten? Ja, so ein bisschen. Okay, warte. Wir haben eine Waffe. Okay, die Shotgun haben wir jetzt weg. Okay, zweite Leiche im Anmarsch. Wir haben noch ein Beweisstück. Obwohl ich das mit den gelben... Beweisstück-Kärtchen im ersten Teil viel lustiger fand, als einfach nur diese Icons. Das hat es eher so kriminaltechnisch gemacht. Geh weg. Das finde ich total albern. Aber es ist auch lustig. Jetzt müssen wir uns aber trotzdem mal Gedanken machen, wie wir... Wie kommen wir da rein? Runder Schlüssel, Leiche. Ich brauche den Schlüssel. Schloss für runden Schlüssel. Ich bin gerade perplex. Spring, Leiter. Okay, ich sehe es. Leiter übers Dach. Okay. Da steht nämlich eine... Das hat mich schon die ganze Zeit so ein bisschen... Dass da eine Leiter steht. Wir warten jetzt einfach, bis er weg ist. Dann springen wir hier rüber. Nehmen hier die Leiter. Da ist das letzte Beweismittel. Sieht aus wie ein Puck oder sowas. Okay.
bisschen das Blut weg. Wir sind ein professioneller Killer. Gibt es ja eigentlich auch hundertprozentig Blut wegmachen Erfolg? Warte. Da rein? Er geht nicht rein. Glück gehabt. Aber warte. Geht wieder weg. Was macht er? Geht da hinten hin? Also das ist ja wirklich fast wie Kommandos hinter feindlichen Linien. Nur halt ohne die Knarren der Nazis, die auf einen ballern. Das haben wir. Wir probieren das jetzt mal mit den 100% Blut wegmachen. Das heißt, wir müssen nur noch den Flur da wegmachen. Das sollte nicht so schwierig sein. Na komm, beweg dich, mein Freund. Ja, da ist er. Sehr gut. Nee, ich glaube, wir können den Erfolg nicht machen. Weil wir ja weg hier müssen. Okay, dann ist das so. Hallo, Mr. Polizist. Wir gehen jetzt weg. Ah, im ersten Teil gab es nämlich diesen Erfolg. Hier ist Maria, Gott im Himmel, du hast ein Talent für diese Arbeit, Mädchen. Eine sehr besondere Gabe. Was jetzt? Kümmere mich um alles und du wirst eine Woche oder zwei untertauchen. Dann wirst du mich anrufen, hier meine Visitenkarte. Auf diese Weise werden wir viel Geld verdienen. Hör mal, danke, aber warum denkst du, dass ich das wiederholen will? Hast du den Verstand verloren? Du träumst davon, als Künstlerin in New York groß rauszukommen, also gefeierte Künstlerin. Und du würdest alles dafür tun? Ja, außer jemanden zu verraten. Hast du reiche Eltern, ein saftiges Erbe, einen japanischen Investorfreund, Kuratorenfreunde in hohen Positionen? Nein, aber behalte die Wiesenkarte, nur für den Fall. Wir sehen uns. Also ja, nochmal, danke, dass du mir den Arsch gerettet hast. Weiter geht's. Ich freue mich, dass du dabei bist. Schon immer. Ja, also wir haben jetzt dann als nächstes Psycho und Viper. Das heißt, wir haben direkt schon mal zwei Geschichten für die nächste Folge, weil ich will auf jeden Fall wissen, wie die Story von den beiden weitergeht, wie die das neue Jahrtausend abfeiern und was da noch für coole Missionen kommen. Also definitiv, ich werde es weiterspielen. Mehr Videos dann auf dem Zweitkanal Exocron Raw. Und vielleicht hier auch noch eins. Mal gucken. Ansonsten vielen Dank wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns zum nächsten Video. Daumen da lassen nicht vergessen, beide unblutig, bitte. Abo des Kanals wäre natürlich auch mega cool, würde dem Kanal helfen. Und Kommentare bei Fragen oder ähnlichem gerne unter dem Video lassen. Vielen Dank, euer Exocron, bis dahin. Ach, mein Traumberuf, Tatortreiniger. Und ein Stück Pizza.